Wir hatten bereits gestern kurz darüber berichtet. Bei einer Gasexplosion in einer Doppelhaushälfte in Rosenfeld im Zollernalbkreis wurden gestern Nachmittag die beiden Bewohner schwer verletzt. Inzwischen wurden weitere Einzelheiten bekannt. Gestern Nachmittag in Rosenfeld. Eine Doppelhaushälfte ist komplett einsturzgefährdet. Die Feuerwehr und der Bauhof der Stadt Rosenfeld haben das Gebiet um den Unglücksort weiträumig abgesperrt. Was hier genau passiert ist, weiß noch niemand, aber die Kriminalpolizei ermittelt noch. Zunächst hieß es, der unsachgemäße Umgang mit einem Gasbehältnis habe die Explosion verursacht. Inzwischen schließt die Polizei aber auch einen technischen Defekt nicht aus. Medienberichten zufolge hat ein Augenzeuge die beiden Bewohner, ein älteres Ehepaar, aus den Trümmern gerettet. Der 88-jährige Mann wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Es besteht aber keine Lebensgefahr. Die 81-jährige Frau wurde ebenfalls ins Krankenhaus gebracht. Die Bewohner der anderen Doppelhaushälfte befanden sich zum Unglückszeitpunkt nicht zu Hause. Inwieweit ihre Hälfte beschädigt wurde, ist noch nicht bekannt. Das Haus kann erst betreten werden, wenn die Statik abschließend geklärt ist.